Liebe Probleme miteinander besprechen. Wie wir miteinander umgehen. Hören wir jemanden zu, hören wir jemanden nicht zu, wollen wir nur unsere Meinung durchsetzen. Ich will aber jetzt was anderes mal bescheinen. Das Problem ist nämlich das, wir streiten uns hier immer über geschichtliche Fakten, die irgendwie verdreht wurden, und wir reden hier trotzdem über die Tatsache, dass täglich, wie gesagt, Menschen umgebracht werden, mit was für einer Rechtfertigung auch immer. Und ich stelle mir ganz einfach die Frage, ich weiß nicht, ob jemand von euch in der Familie schon mal jemanden, wirklich einen nahen Menschen verloren hat. Es kommt der Moment, da ist der nicht mehr. Da hat der Mensch, im Grunde genommen, der physisch jeden Tag da war, der vielleicht sogar manchmal jemanden auf die Nerven gegangen ist, ist einfach nicht mehr. Das Einzige, was zurückblieben ist, ist vielleicht der materielle Mist, den er angehäuft hat. Aber vielmehr geht es um das, was er in Erinnerungen hinterlassen hat. Und ich habe vor kurzem mit jemandem aus Bayern übers Internet geplaudert. Er hat mir erzählt aus der Zeit, aus der DDR-Zeit, sie hatten halt nicht viel Mangel an vielen Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Und es gab einen Punkt, wo er gesagt hat, jetzt ist er frei. Er ist 45, hat einen Schichtbetrieb, wo er scheiß Zeiten zum Arbeiten hat. Entschuldigung den Ausdruck. Sagt aber, er ist frei. Hat mir aber dann in Folge dann weiter erzählt über den Todesfall seiner Mutter, und er hatte eine Woche von seinem Dienstgeber frei bekommen, damit er seine Mutter begleiten konnte. Und ich habe dann zu ihm gesagt, sage ich zuerst, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich möchte hervorheben, ich bin externer Beobachter, ich habe nicht in der DDR gelebt, ich habe mit Freunden gesprochen, die aber mir im Endeffekt auch nur erzählen können, was andere erzählt haben. Aber ich habe ihn gefragt, sage ich so, du willst mir jetzt erzählen, der Kapitalismus, die Öffnung in den Westen hat euch frei gemacht. Du hast mir vorhin erzählt, jeder kann froh sein, dass er einen Job hat. Du bist froh, dass du einen Job hast zu einer scheiß Arbeitszeit, für einen Job, den du nicht gerne machst. Für einen Job, den du nur machst, damit du nicht verhungerst. Für einen Job, dass du deine Wohnung hast. In der DDR hatten vielleicht die Leute nicht so viel, und ich möchte mich, wie gesagt, ich möchte nicht mutmaßen. Ich kannte die Zeit aus der nicht persönlich. Aber ich habe zu den Leuten gesagt, ich hatte schon den Eindruck, dass Familienwerte mehr gezählt haben, weil wir selber dafür Zeit hatten. Wir suchen alle Probleme in der Politik, wir suchen alle Probleme bei der Schulbildung, wir suchen alle Probleme auf dem Arbeitsplatz, dabei fangen die Probleme bei uns selber daheim an. Das fängt damit an. Ich meine, nichts gegen Frauen. Ich wohne mit zwei Frauen zusammen und das jetzt schon ein paar Jahre. Aber die Frau hinterm Herd könnte genauso gut der Mann hinterm Herd sein, aber die Grundlage, was uns genommen worden ist, und das ist eigentlich das, was ich so fürchterlich verurteile, egal was ich heute arbeite, ich weiß jetzt schon, ich muss mindestens 40 Stunden in einem Job arbeiten mit meiner Frau, damit dann zum Beispiel das Gehalt gegeben ist, dass man eine Wohnung hat, dass man ein Auto hat, dass man die Familie ernähren kann, dass das Kind in eine Schule geht, vielleicht sogar in eine private, wo man vielleicht selbst beurteilen kann, was es lernt. Aber das Problem ist ja, ich kann die Zeit gar nicht mit meiner Familie nutzen. Beim Tod meines Vaters ist mir dann gekommen, ich hatte jahrelang unzählige Ausreden dafür, warum ich nicht mit ihm in Urlaub gefahren bin. Weil wir nicht gemeinsame Urlaubszeit bekommen haben, weil ich vielleicht wieder vom AMS arbeitslos gestellt worden bin, weil ich keinen Bock hatte, in irgendeinem verkauften Gastronomiebetrieb zu arbeiten für einen Hungerlohn. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein fauler Mensch bin, aber ich habe mir dann einfach die Zeit genommen, bin zu meinem Arbeitgeber damals gegangen, das war damals noch ein Pharmakonzern, Herber Chemosan, und mein damaliger Personalchef war großzügig für seine Verhältnisse. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und er hat gemeint, nimm deine dritte Woche, es ist dein Vater, weil er hat selber miterlebt, dass sein Vater gestorben ist, und ich war diese drei Wochen eigentlich nonstop mit ihm am Meer. Ich habe von den ganzen abgeschalten, von den ganzen, was ihr mir jedes Mal bei einer Demonstration über die Nachrichten beschwert, wie schlimm nicht alles ist und hin und her, und ich bin mit ihm dort nur am Meer gefahren. Wir haben unser Boot über zwei Wochen nicht abgesperrt. Keiner hat unsere Wertgegenstände angegriffen. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, die haben zwar gearbeitet, der hat uns unser Essen zubereitet. Der hat aber erst für sein Restaurant die Flagge hochgezogen, sobald wir am Horizont erschienen sind und Richtung seiner Bucht gefahren sind. Und wenn man Menschen auf so einer Ebene kennenlernt, die ihren Job aus Überzeugung machen, einen Olivenbauern, der einen auf seinen eigenen kleinen, selbstgebauten Steg anlegen lässt, damit man nicht im teuren Hafen zahlen muss, ohne dass er was dafür verlangt, das zeigt mir grundsätzlich, dass in meiner täglichen Ansicht
in dem, was ich jeden Tag versuche, gut zu bewerkstelligen, eigentlich falsch geht. Wir scheißen uns hier nieder für Probleme, die andere Leute erzeugt haben. Und ich möchte gleich grundsätzlich noch eins sagen. Wenn Sie irgendjemanden verurteilt für die Probleme im Krieg, ich könnte meinen Großvater dafür verurteilen, dass er als Wähler dem jahrzehntelang zugestimmt hat und heute meint, das rennt trotzdem gut. Ich will ihm gar nicht dafür die Schuld geben. Ich will eher mehr die Schuld an die Leute auf die Leute schieben, die meinen, andere Leute seien schuld, anstatt dass sie an eigenen Problemen anfangen. Der Zweite Weltkrieg resultiert rein nur aus kapitalistischen Engpässen. Mehr nicht. Das Volk war immer bereit zu arbeiten, wollte sich immer selbst realisieren, ihre Familien hochziehen, quasi. In Kroatien unten, wenn ich schaue, da sind ganze, da stirbt einer. Und 2,5, 3 Ortschaften sind bei der Beerdigung. Die Beerdigungen kosten keine 10.000, 15.000 Euro und trotzdem, die ganze Familie ist dabei. Ist das bei uns so? Wer bezahlt euch die Zeit dafür, wo sie rechtfertigt, 40, 50, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten für 1.200, 1.400 Euro netto und dafür vernachlässigt ihr die Menschen, die hinter euch stehen, das sind Familienangehörige wie Mütter, die ins Altersheim abgeschoben werden, wie Großväter, die man nicht pflegen kann, weil man die Zeit nicht hat. Ich will niemandem dafür die Schuld geben, aber ich würde mal sagen, wenn wir von Problemlösungen sprechen, dann sollten wir schauen, dass wir unsere eigenen Probleme familienintern lösen. Weil sobald ich ausgeglichener bin, kann ich mich um die Probleme rundherum kümmern. Das hat schon der Dalai Lama gesagt. Wenn du anderen Leuten helfen willst, dann musst du vorher schauen, dass du dir geholfen hast. Und wie, egal, was wir für Probleme und Streitereien hier ausfechten, egal wie die ausgehen, seid euch im Klaren, ihr geht's nach Hause. Eure Familie, vielleicht auch nicht viele Familienmitglieder, aber jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Freund, der im Endeffekt eure Lebensgeschichte bis zu einem gewissen Teil ausmacht, denen solltet ihr die Zeit widmen, wie der Zeit, wo mir dann mein oder dieser Freund hat eben erzählt, naja, ich hab's gemacht für meinen Chef. Ich meine, ich weiß schon, dass ein Chef von dem leben muss, was seine Mitarbeiter erzielen. Aber ich zum Beispiel, ich habe mich ja über 10 Jahre lang in dieses Radl reinwürgen lassen. Bin immer brav arbeiten gegangen, Wochenende 10 Tage Schichten, 4 Tage frei. Im Mai war ich dankbar, wenn ich im Sommer Zeit gehabt habe und selbst dann war das Wetter scheiße. Und heute mache ich es anders. Ich habe einfach gesagt, ich will mir, was ich für richtig halte, vom Bauchgefühl heraus entscheiden. Und seit ich das mache, habe ich zwar jetzt keinen gut bezahlten Job, aber ich mache einen Job, den ich gern mache. Ich habe einen Chef, wenn ich zu dem sage, hey, ich bin Ende August die Asche von meinem Vater verschollen, dann gibt er mir frei. Der gibt mir frei. Der sagt nicht, naja, aber Sie haben keine Urlaubszeit mehr und hin und her. Das lässt sich arrangieren. Das ist das, was einen Arbeitgeber ausmacht. Und wenn ihr mal überrissen habt, wenn ihr zu einer Firma euch bewerben geht, ich habe mit manchen Leuten schon gesprochen, die sagen, was schreibe ich in das in das Bewerbungsschreiben rein, was ist die neue Ö-Norm, drauf gepfiffen. Mal ganz ehrlich, umso weniger drinsteht. Und wenn mich dann ein Chef anruft und fragt, das ist mir viel mehr wert, weil dann interessiert er sich für mich. Und ein Chef, der meiner Meinung nach ein Bewerbungsschreiben oder eine Annonce aufgibt, der sucht einen guten Mitarbeiter. Und wo ist der gute Mitarbeiter? Vermeintlich bin ich das. Der, der sich bewirbt. Der, der diese Arbeit ausführen will. Und so müsst ihr mit eurem Chef und so muss der Chef mit euch umgehen. Und damit wäre eine viel gesündere Grundlage gegeben, vielleicht nicht immer gleich Angst um seinen Job zu haben und somit vielleicht die wichtigsten Menschen zu vernachlässigen, die einem im Endeffekt am Ende ausmachen. Weil, egal was mein Vater hat, die einzigen Menschen, die heute an ihn denken, sind die Menschen, die er glücklich gemacht hat mit seiner Anwesenheit und nichts anderes. Und geht es in Zukunft eure Konflikte genauso an? Danke.